Er ist einer der ganz Großen des deutschen und des internationalen Films. Der Kameramann Michael Ballhaus wird bei der Berlinale in diesem Jahr mit einem Ehrenbären für sein Lebenswerk geehrt. In Hollywood hat Ballhaus mit Regielegenden wie Francis Ford Coppola oder Martin Scorsese gearbeitet. In Deutschland dreht er in den 70er Jahren viel mit Filmemacher Rainer Werner Fassbinder. Obwohl es nicht einfach war mit ihm, ich habe mir immer gesagt, man hat mir nicht versprochen, dass dieser Beruf des Kameramanns einfach ist. Und deshalb musste ich sagen, ja, er ist so gut, ich muss mit ihm arbeiten, und wenn es auch schwer ist. Und ich habe es getan und ich habe es nie bereut. Für junge Leute, die heute mit der Kamera arbeiten wollen, hat Ballhaus so seine Tipps. Tipps, die von seiner eigenen Einstellung zu seinem Beruf zeugen. Man muss geduldig sein und man muss Ideen haben, wie man Regisseure, die keine Ideen haben, überzeugen kann. Und man muss flexibel sein und man muss Achtung haben vor dem Regisseur, sonst kann man nicht mit ihm arbeiten. Und wenn man keine Achtung hat für einen Regisseur, dann sollte man es lieber bleiben lassen. Bleiben lassen hat Michael Ballhaus die Arbeit mit der Kamera nicht, zur Freude vieler Filmfans weltweit.